Hallo ihr Lieben, ich bin Jana und öffne heute mit euch die September Foodies Cake Box von Koppenrad und Wiese. Wie September? Wir haben doch schon Ende Oktober, richtig. Denn ich habe schon einen Blick in die Cake Box geworfen und es ist eine Happy Birthday Cake Box. Und mein Mann, der beste Mann der Welt, hat morgen Geburtstag und somit öffne ich heute die Box und werde auch den Geburtstagskuchen heute gemeinsam mit euch backen. Mit dieser Birthday Cake Box bin ich bestens ausgestattet und füge ergänzend nur noch Eier, Butter und Frischkäse hinzu, wobei auch hier wieder eine vegane Backalternative vorgeschlagen wird. Der Backofen wird auf 170 Grad Umluft vorgeheizt. Diese Zeit nutze ich, um den Teig anzurühren. Hierfür werden 3 Eier, 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Puderzucker, ein halbes Päckchen Backpulver, eine Prise Salz und 5 Teelöffel Vanilleextrakt sowie 60 Milliliter flüssige Butter und ein halbes Päckchen Zitronenschale kurz verrührt. Für die vegane Beispielsvariante werden die Eier durch 230 Milliliter Mineralwasser und die Butter durch einen veganen Butterersatz ersetzt. Alle benötigten und verwendeten Zutaten sind natürlich auch einzeln im gut sortierten Supermarkt erhältlich, sodass das Nachbacken auch ohne Foodies Cake Box von Koppenrad und Wiese jederzeit möglich ist. Die Foodies Cake Box gibt es im praktischen Monatsabo. So lasse ich mich jeden Monat aufs Neue überraschen und inspirieren. Und das Interessante ist, dass zu jedem Monatscake auch eine vegane Rezeptumsetzung möglich ist. Und das alles mit wirklich wenigen ergänzenden Zutaten, die man meist eh daheim hat, egal ob nun vegan oder nicht vegan. So brauchte ich für den heutigen Birthday Cake lediglich den Frischkäse für das Frosting und Topping nachzukaufen. Und habe dennoch von allen beiliegenden Zutaten noch einige Zutatenmengen übrig. Der Teig wird gleichmäßig auf die 3 Backformen verteilt und backt etwa 13 bis 15 Minuten bei 170 Grad und kühlt anschließend etwas aus und wird aus der Form gestürzt. Falls eine leichte Wölbung entstanden sein sollte, kann diese mit einem scharfen Messer dünn abgeschnitten werden. Auch die Frosting-Zubereitung ist kinderleicht und eines vorneweg auch super lecker, denn das Schüsselauskratzen war mein zusätzliches Highlight. Hierfür werden 500 Gramm Frischkäse, 150 Gramm Puderzucker, ein halbes Päckchen Zitronenabrieb und 5 Gramm Fruchtpulver mit dem Handmixer auf höchster Stufe zu einer fluffigen Creme geschlagen. Das Fruchtpulver ist Bio-Johannisbeerpulver und der Knaller zum Färben von hausgemachten Teigen, Cremes und Frostings. Der Foodies Cake Box lag ein 10 Gramm Probierpäckchen bei, aber ich werde bei Spicebar sicher stöbern und mir ein größeres Päckchen kaufen. Und sicherlich noch fündig werden nach anderen Farben und Geschmacksrichtungen. Nun werden je 200 Gramm der lilafarbenen Creme auf den Böden verstrichen und die restliche Creme dient als Deko. Zum Geburtstagskerzen auspusten ist man doch nie zu alt. Ich wünsche dir alles Liebe, mein Schatz.